Sehr geehrte Gäste, zunächst einmal möchte ich Sie alle sehr, sehr herzlich heute zu diesem für Orken und unseren Park ganz besonderen Tag begrüßen. Und wie man sieht, der liebe Gott ist mit uns. Ja, jawohl. Wir sind schon etwas stolz darauf, was wir hier durch unser Engagement im Park inzwischen geschafft haben. In unserer Satzung steht als Ziel Bestehendes erhalten, verbessern und vererben. Erhalten haben wir ein Stück Natur. Schließlich ist der Park anerkannter ökologischer Trittstein und hilft so in Teilen naturbelassen und nicht streng aufgeräumt, dass sich Pflanzen und Tiere hier aufhalten und sich im besten Fall weiter in den benachbarten Gärten und Grünflächen verbreiten können. Genannt seien hier nur das kleinblättrige Wiesenschaumkraut, das ist eine Orchidee, und der Bärlauch. Stopp, da muss ich berichtigen. Ja. Nein, da muss ich berichtigen. Das ist das breitblättrige Stendelwurz. Ja, Stendelwurz. Das Wiesenschaumkraut ist eine andere Pflanze. Sorry, ja, da habe ich das einfach zusammengezogen. Aber dafür bist du ja schließlich da. Genau, unser Fachmann. Die mache ich ja nur auf die Probe. Genau. Da habe ich in Gedanken zwei Pflanzen zusammengeschaut. Nein, das war wunderbar. In den letzten Jahren haben wir außerdem neue Apfelbäume gepflanzt, also was Neues gemacht, die Bunkerfläche sichtbar gemacht, die Sie da auch sehen. Viktor Goebbels Narzissen und Tulpenzwiebeln ausgebracht und das Feuchtbiotop angelegt. Das Orkener Wappen, das ein besonderer Stolz unseres Vorsitzenden Manfred Barz ist, konnte leider dieses Jahr aufgrund seines Gesundheitszustandes nicht gepflanzt werden. Da sehen Sie ja, wie es ihm geht. Und hier brauchen wir dringend Unterstützung. Neu geschaffen hat der Künstler Robert Bersch Orki den Frosch, der sich großer Beliebtheit erfreut und den Verweilwert im Park verbessert. Und heute feiern wir die Einweihung eines weiteren Kunstwerks, das hoffentlich Ihnen und Ihren Kindern beim Betrachten ebenfalls Freude bereitet. Wir waren froh, als wir hier einen Container aufstellen durften, danke nochmal, damit wir die Utensilien zum Feiern nicht immer in vier verschiedenen Haushalten deponieren müssen. Und dann hier hinschleppen und wieder zurückschleppen, wenn man abends kaputt ist, da sind wir unheimlich dankbar für. Zunächst dachten wir dann daran, den Container grün anzustreichen, Sie sehen ja, wie er ursprünglich aussah, damit er eben nicht unangenehm auffällt. Aber dann dachten wir uns, ein weiteres Vereinsmotto lautet Natur und Kultur pflegen und erhalten. Wie wäre es, wenn wir unseren Grevenbrucher Künstler und Freund Patrick Schmitz fragen, ob er den Container bemalt und damit ein weiteres Kunstwerk für Grevenbruch schaffen kann. Und das können alle, die Patrick kennen, sich sicher denken. Er sprudelte direkt über vor Ideen und sagte, ich werde den Container verschwinden lassen. Ich lasse einfach die Natur weiter über ihn wachsen und vielleicht verstecke ich in den Pflanzen noch kleine Tiere, die es hier im Park gibt. Aber Patrick wäre ja nicht er, wenn er uns nicht gewaltig überrascht hätte. Denn plötzlich war da eine Mauer zu sehen, Steine. Und Luise Köhn und ich fragten uns etwas erschrocken, was macht er denn da? Doch dann verstanden wir. Hier ist ein Künstler am Werk, der in 3D denkt und malt, während wir auf 2D beschränkt sind. Gleich werden Sie alle miterleben können, ob und wie es Patrick Schmitz gelungen ist, den Container verschwinden zu lassen. Naja, für mich, ganz verschwinden lassen ist ein bisschen schwer. Für mich ist es reine Zauberei. Bevor Herr Bürgermeister Krützen dann hier das Zepter übernimmt und zur feierlichen Tat schreitet, lassen Sie mich noch etwas kurz zum Programm sagen. Norbert Wolf und Tanja Brandt stehen Ihnen sehr zu unserer Freude für Ihre Fragen rund um die Natur und den Eulenterzel. Wo sind sie? Ah, da hinten. Gandalf und, wie war der zweite Name? Walter. Zur Verfügung. Danke, dass ihr euch die Zeit für uns nehmt. Die Kinder, leider sind so viele nicht da, wie ich sehe, können aber gerne hier ihr künstlerisches Talent zum Ausdruck bringen und selber auch malen.
Danke an alle, dass Sie heute gekommen sind. Wir hoffen auf einen schönen gemeinsamen Nachmittag. Danke an alle lieben Helfer, die uns hier immer wieder und auch heute so tatkräftig unterstützen. Ein besonderes Dankeschön an die Sparkasse darf aber auch nicht fehlen, da Sie durch die freundlichen Spenden bei den Ausschüttungen vom Prämiensparen, wie wir natürlich brav gespart haben, unser Kunstobjekt erst ermöglicht hat. Wenn Sie etwas in unsere Spartaube werfen möchten, freuen wir uns sehr und können weitere Vorhaben und Feste finanzieren. Das steht hier bei mir. Genau. Doch nun übergebe ich voller Spannung und Vorfreude an unseren Bürgermeister Klaus Krützen. Liebe Carmen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass ich heute auch, Sie sehen mich in Uniform ein bisschen hier, trotz Schützenfest in Neurath ein Teil dieses Tages, dieser Veranstaltung sein darf. Ich komme gerade aus Weflinghofen und in Weflinghofen gibt es an der Unterstraße heute ein Nachbarschaftsfest, ja, wo die Leute gesagt haben, wir warten mal nicht unbedingt wieder auf die Stadt oder auf wen auch immer, was zu tun ist, sondern wir packen an. Wir wollen eine Veränderung haben bei uns und wir versuchen das, und das fand ich sehr schön, zusammen mit der Verwaltung auch auf den Weg zu bringen. Ich mag das nicht so gerne, wenn immer auch in den Medien, in der Öffentlichkeit so ein Gegensatz konstruiert wird, Bevölkerung gegen Politik und Verwaltung. Also ich sehe das eher als Dreiklang, dass wir alle drei im Grunde genommen in Zusammenarbeit unser Umfeld, unsere Nachbarschaft letztendlich gestalten. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz. Ich habe ja die große Freude, dass ich bei Hochzeiten oder bei Trauungen auch, ich sag mal, mit dabei sein darf, Kraft des Amtes. Jetzt fragen Sie sich natürlich, wie kommt der jetzt auf Hochzeiten? Heute heiratet doch niemand. Aber einen Satz sage ich immer in jeder Rede, in jeder Traurede. Und zwar hat der Philosoph Martin Buber mal gesagt, alles Wirkliche, alles Eigentliche im Leben ist Begegnung. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Satz, weil im Grunde genommen bei allem, was am Ende ist, wenn wir zurückblicken, wir werden alle mal auf unser Leben zurückblicken, was bleibt? Ich glaube, das Positive ist das, was das Miteinander, das Mitmenschliche ausmacht. Das sind die Begegnungen dann. Und das bleibt ja auch, und das ist auch sehr, sehr positiv. Und in diesem Zusammenhang freue ich mich sehr auch hier, dass wir in Grivenbroich viele Initiativen haben, die wirklich sagen, wir machen miteinander, wir begegnen uns und wir sind eben nicht in so einer Vollkasko-Mentalität unterwegs, mach mal Stadt oder Staat, sondern wir packen an, weil das unser Umfeld ist. Das war gerade in Weflinghofen so, das ist hier im Orkener Park ganz, ganz toll gelungen. Wir haben in der nächsten Woche, haben wir ja auch einige Leute hier, die den Biertempel im Stadtgebiet auch retten. Und auch da durften und dürfen wir als Stadt immer Teil davon sein. Und ich finde, das ist für mich ein Bild, was auch zukunftsfähig ist. Lass uns zusammen wirklich etwas gestalten und nicht immer nur darauf warten, dass jemand anderes es macht. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass ihr von der Initiative Orkener Park das seit Jahren macht. Und wenn wir als Stadt mal gestern mit der Feuerwehr eben vorbeikommen und das Biotop wieder auffüllen, ganz kurzer Dienstweg, ist uns das eine große Freude und Ehre. Und so, finde ich, muss es sein. Ebenso mit dem Container, wenn da in der Verwaltung zuerst mal heißt, ja, können wir den da aufstellen, ist das genehmigungsfähig? Wir finden Lösungen. Ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Und wenn Sie dann durch den Patrick Schmitz, der uns ja allen bekannt ist, durch seine tollen Kunstwerke, die wir auch in der Innenstadt schon gesehen haben, zu einem sehr, sehr schönen Ende kommen. Und das ist ja das Gute auch an Facebook. Man kann ja im Laufe der Woche sehen, was sich so tut. Ich habe auch immer sehr interessiert hingeguckt. Und von daher ist es sehr, sehr schön, heute hier Teil sein zu dürfen, wenn wir gleich sagen, wir haben unser Material hier, eben nicht mehr 4 Haushalte, das ist pragmatisch und so muss es sein, dass wir auch wirklich von Seiten der Politik und der Stadt das Ehrenamt unterstützen. Denn ohne euch wird die Stadt nicht so aussehen, wie sie aussieht. Von daher nochmal von uns aus, und das sage ich auch sicherlich im Namen der anwesenden Ratspolitiker, schön, dass ihr auch da seid, ganz, ganz recht herzlichen Dank. Ohne euch würde es so etwas Schönes hier nicht geben. Und von daher bin ich gerne dabei, das heute trotz Schützenfest dann auch mit zu eröffnen. Und ganz, ganz recht herzlichen Dank an euch, an den Patrick Schmitz. Und ich bin gespannt, wie es gleich aussieht dann halt. Ne? Ja, okay. Wenn man jetzt von hier guckt.